Hallo zu deinem Einleitungsvideo. Diesmal geht es um die Bibelforschung, Archäologie. Ich habe ein paar Sachen entdeckt, die mich an unserem sogenannten Standardmodell zweifeln lassen. Und ich sammle da Sachen, die ein bisschen so protestantische Alternativen vorwärts bringen, die die Bibel für sehr historisch erachten. Viel historischer, als wir in den katholisch-klassischen Universitätsstudien so lernen, wo meistens, ja, also je nach, das ist natürlich auch von Professor zum Professor verschieden, aber meistens beginnt so im 7., 8. Jahrhundert die historische Wahrheit der Bibel, Exil wird keiner bezweifeln, da haben wir genügend historische Quellen. Bis zum 8. Jahrhundert können die meisten auch nachvollziehen, natürlich, ja, Diaspora-Judentum 722, das ist klar. Aber davor, so der Tempel Davids oder was gibt es da noch alles, das geht bis hin zu den Birnsteinstädten, die Sodom und Gomorra sein sollen, die ein Protestant gefilmt hat. Das habt ihr hier drin, ich habe eine Playlist dafür, also ein Video dazu gefunden, sein Lebenswerk damit vollbracht, Orte zu filmen, die historische Daten für die Bibel belegen. Ja. Er hat zum Beispiel Wagenräder gefilmt, die sind sehr überwachsen mit Korallen, die halt im Meer sind, aber er hat genau den Weg, den Moses durchs Rote Meer genommen hat, gefunden. Und der hat das gefilmt unter Wasser. Das sind die Sachen, die ich belegen kann, aber es gibt leider Gottes auch viele Sachen, die ich auch ein bisschen erzählen will, die man gar nicht so leicht finden kann auf Video. Zum Beispiel David Roll. David Roll hat einen wissenschaftlich überprüfbaren Beleg gebracht, der sagt, die ägyptische Chronologie, weil sich da nicht auskennt, die ägyptische Chronologie, die ist so das zeitliche Rückgrat für die archäologische Forschung und damit auch für die Bibelwissenschaft. Und die soll angeblich falsch sein, um ungefähr so 300 Jahre. Und Roll beruft sich dann nicht auf eigene Forschungen, sondern auf andere Archäologen. Und das finde ich sehr überzeugend. Ja. Der August Marietti hat schon kurz nachdem das Ganze fixiert worden ist, Kritik angebracht. Fixiert worden ist es übrigens über Campbell oder Campbell, jedenfalls den Menschen, der die Hieroglyphen entziffert hat. Der hat relativ bald über eine Gleichsetzung von einem auf der Pharaonenliste stehenden ägyptischen Pharao mit einem Pharao in der Bibel eigentlich die ägyptische Chronologie, die wir heute haben, grundgelegt. Relativ bald hat der Papst den Vatikan daraus ein Museum gemacht und das gilt bis heute als die Standardchronologie. Die wurde relativ zeitgleich zu Roll, der sein Werk 95 geschrieben hat, das heißt Pharaonen und Propheten, von einem deutschen Wissenschaftler komplett anders, also während Roll diese alternative Chronologie geschrieben hat, ist das Standardmodell in Deutschland 1997 bestätigt worden. Ja? Beckenrath heißt der Mensch. Und der hat sich auf Textkritik bezogen. Und was ich überzeugend finde, ist, während das Standardmodell dauernd von den Pharaonenlisten, meine ich, die wir in Theben haben, und da gibt es viele Quellen, und die werden verglichen, da werden Textvergleiche gemacht, das ist dieses Standardmodell, das besteht eigentlich auf Textvergleichen. Ja? Soweit ich das verstanden habe, ich bin kein Archäologe. Ja? Da beruft sich Roll, was ich überzeugender finde, auf archäologische Funde. Zum Beispiel Kathleen Cannon hat 300 Jahre unterhalb unserer Zeitschicht, also da, wo wir jetzt Jericho annehmen, jetzt geht es um die Stadt Jericho, die hat eine Jericho gefunden, das dem biblischen Jericho sehr stark entspricht, wo wirklich eine Feuersbrunst war, wo die Asche zu finden ist und all die Geschichten, die wir aus der Bibel kennen. Somit geht das historische Jericho in dieser Chronologie weit, weit hinter Jesaja 722 zurück und das Diaspora, hinter das 8. Jahrhundert. Wir kommen da zurück bis zu David, bis Salomon. Wenn dieser Forscher mit seinen Birnsteinstädten recht hat, sind Sodom und Gomorra historische Orte. Ich meine, man kann das kritisieren, aber man soll es untersuchen. Wir müssen das, glaube ich, als Theologen auch mal ernst nehmen. Die Chronologie von Roll gibt uns die Möglichkeit, wissenschaftlich fundiert, mit Hilfe von Archäologen, mehreren Archäologen über mehrere Jahrhunderte, ein Modell zu entwickeln, das alternativ solche Funde, wie diese dieser Forscher, den ihr hier in der Video habt, belegen, dass das wirklich historisch sein kann. Bitte, ich bin kein Vertreter der Sechstageschöpfung, noch nicht, dafür habe ich jetzt noch keine Belege gefunden. Aber es gibt so viel. Ja. Ich kann trotzdem sagen, dass die fünf Stämme, weil die Kamelgeschichte mit Abraham, die Kamele gibt es zu Abrahams Zeiten nicht, das ist später. Ja, okay, dann haben die ihre Familiengeschichte, wirklich so wie das in der kleinen Geschichte Israels steht, halt verbunden. Fünf Stämme im Ursprung wurden zu einem und das wurde die Traditionsgeschichte. Das ist schon möglich.
Gottes Wort im Menschenwort. Wir reden hier nicht vom Koran, wir reden von der Bibel. Sicher sind da Sachen, die historisch nicht so einfach zu decken sind. Klar. Aber auch in der Fünf-Stämme-Theorie werden die fünf Stämme angenommen. Wird Abraham angenommen als realer Vater. Mose ebenso, nur ein paar andere. Ich glaube Jakob und, ja, weiß nicht, wie die anderen. Ich weiß nicht, welche da jetzt genau genommen wurden als die fünf Stämme. Aber das ist eine so Theorie. Die geht da hinein. Ich muss deswegen die Historizität von Sodom und Gomorra nicht leugnen. Leider Gottes ist da viel im arabischen Raum. Wir können da nicht Untersuchungen machen, ob es diese Stadt, ob das wirklich eine Stadt ist. Man müsste unter diesen Birnsteinfunden graben, ob da wirklich eine Stadt ist. Aber laut den Videos, die er hat, schaut das wirklich so aus, als wenn das eine Stadt war. Schaut sich das an, das findet sich darin. Vom Roll habe ich leider nichts bis jetzt noch. Es gibt Indizien, dass die Bibel um einiges historischer ist, als wir bis jetzt angenommen haben. Und Roll ist nicht der Einzige. Roll ist nur der über die ägyptische Chronologie unsere wissenschaftliche Basis liefert. Viele protestantische Bibelforscher, sagt man da gern, haben da schon Material geliefert. Was ich finden kann, bringe ich euch hier. Viel gibt es hier nicht. Aber ich finde, wir sollten das noch... Aber es ist mehr, also man soll es nicht ignorieren. Ja. Ich finde, man sollte es ernst nehmen, man sollte sich das anschauen, untersuchen und wirklich damit arbeiten. Die Bibel ist ein sehr, sehr historisches Buch. Und ich bin inzwischen überzeugt, weit historischer, als wir bis jetzt gedacht haben. Nicht zuletzt... In Spektrum der Wissenschaft, ich weiß leider die Ausgabe nicht mehr, ich glaube, es war Spektrum der Wissenschaft, habe ich mal gelesen, dass die Mitochondrien, das sind so Dinger im menschlichen Körper, ich bin kein Mediziner, fragt mich nicht, was die machen, die haben ein Urelternpaar. Ja, wenn die ein Urelternpaar haben, dann brauche ich aber Adam und Eva, um das annehmen zu können. Das heißt immer noch nicht, dass wir von einer Sechstageschöpfung sprechen, aber offensichtlich von einem Urelternpaar. Mir was denn erst? Ach, oh, mit der Evolution, das muss ich ja noch reintun. Ein anderer hat jetzt rausgefunden, dass die Fossilierung von ihr wisst schon, Dinosaurierfossilien und so Zeugs, dass das gar keine Millionen Jahre sein können. Das tue ich euch hier noch hier rein. Das war erst vor zwei Wochen beim Sid Roth wieder mal. Der hat gesagt, ein Fossil entsteht unter hohem Druck in relativ kurzer Zeit. Er hat das mit einer Vulkanexplosion nachgewiesen. Hat dort ein Foto gezeigt, das kommt in diesem Interview auch vor, und sagt, dass die Erde viel jünger sei, als wir annehmen. Die ganze Evolutionstheorie und auch diese ganze Millionen Jahre, das scheint... Und er bringt einen interessanten Beleg, nämlich, dass die Dinosaurier, deren Knochen wir ja untersuchen, diese Radiokarbonmethode, glaube ich, heißt das, diese Strahlen, die würden in 100.000 Jahren zerfallen, da wäre nichts mehr da, was man messen kann. Kann ich nicht nachprüfen, aber es ist wieder so ein Indiz, dass wenn die wirklich Millionen Jahre alt sind, dann könnten wir das mit dieser Strahlungsmethode gar nicht messen, weil die viel zu alt waren. Die müssen also jünger sein. Ja? Also es geht viel in diese Richtung. Ja? Schaut sich da ein bisschen um, das ist nur ein so ein Ding. Und nicht zuletzt die Sintflut, also der Druck, mit dem er diese Fossilierung erklärt, ist die Sintflut, sagt der Mensch. Und die Sintflut-Geschichte, es gibt natürlich die Alternativerklärung, der Durchbruch durchs Schwarze Meer, also der das Schwarze Meer erzeugt hat, das war die Sintflut. Ja, das ist eine Theorie. Aber die Sintflut-Erklärung gibt es in China, die gibt es in Lateinamerika, gibt es auf der ganzen Welt. Ich kenne die Geschichte vom Qian, der da die Chinesen gerettet hat durch einen Mauerbau. Jeder kennt die chinesische Mauer. Dass das auf eine Adam und Evas Geschichte à la China zurückgeht, also eine Sintflut-Geschichte, Noah, muss ich da sagen, warte mal lieber. Das ist kaum bekannt. Ja. Regionale Fluten als Erklärung dafür, auch möglich. Möglich ist viel, also bei der Sintflut. Aber ich habe noch nie so etwas Gutes gehört, wie das mit dem Druck, mit den Fossilen und mit diesen Strahlen, dass die nach Millionen Jahren gar nicht mehr messen können. Also es ist ja viel, was diese Gottesleugnungstheorien eigentlich wieder widerlegt. Weil eigentlich geht es um die Frage, hat Gott die Welt geschaffen oder ist das durch Zufall entstanden? Mich würde Evolutionstheorie nicht stören, ich habe nichts dagegen. Mir ist auch die Chronologie ziemlich wurscht. Aber wie ich das auf Wikipedia schon erlebt habe, wie ich einen David Roll-Artikel schreiben wollte, wurde das auf Wikipedia nach ein paar Wochen gleich gelöscht, mit dem Argument, das sei nicht wissenschaftlich. Ja? Und das bitte geht nicht. Ein Anruf an alle Wikipedia, ich bin ein großer Fan von dem Wikipedia-Ding, aber zu sagen, das ist nicht wissenschaftlich, wenn es einen englischen Wikipedia-Artikel gibt, der 10-mal so lang natürlich ist und schon besser geforscht als ich allein, da hat sich eine Gruppe dran gemacht, das waren sicher mehrere Leute und über mehrere Wochen,
Und die das da, da gibt es Anhänger davon, da gibt es viele Leute, die das vertreten. Und sagen, das sei wissenschaftlich nicht relevant. Ja, tut mir leid, schwaches Argument. Die Bibel ist, denke ich, viel historischer, als wir das generell annehmen. Und wir müssen das beachten. Und die Archäologie ist mit allem, was sie dazu zu bieten hat, ein guter Boden. Ja, schaut sich hier ein bisschen um. Gottes Segen. Das war wieder mal eine kleine Einleitung, diesmal zur Archäologie. Thank you.